Hallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Biomutant. Spielladen. Ich bin gerade in meine Testaufnahme reingegangen, wo ich geguckt habe, ob alles flüssig läuft und. Boah. Diese Berge könnten etwas Farbe vertragen. Sieht doch schon mal besser aus. So, nun wirklich herzlich willkommen zurück bei Mute. Der Typ sieht uns ziemlich ähnlich. Das ist meine Gasmaske, ne? Ich sehe schon cool aus wie so ein Ninja. Ich mag Ninjas. Ninjas sind toll. Interagieren. Ah, ich meine, wird meine Festung, kann ich sie auch gleich markieren, ne? Mal sehen. Das ist schon unseres, das ist schon. Was ist das jetzt nochmal? Ah ja, genau. Glibbergleiter. Ich vergesse jedes Mal zu gucken, ne? Das und danach die Knallsteinach. Da vorne ist der Sumpf wahrscheinlich. Das hier unten ist die Todeszone. Die kann ich nicht einnehmen. Die will ich auch gar nicht einnehmen wahrscheinlich. Sucht die Kopfkästen. Und Blättergewühl ist wahrscheinlich Dschungel. Und die Kluppidünen wahrscheinlich richtige Wüste. Und hier ist so eine Steinwüste. Und die Halbfelder sind wahrscheinlich so eine Art Steppe. Boah, ist schon cool. Ich freue mich darauf, wenn wir in den Gebieten sind. Sagt, sie haben auf dich gewartet, um mit ihnen den Außenposten zu befreien. Ich bin bereit. Mach so lange weiter, wie du kannst, und hör erst auf, wenn du alle Außenposten erobert hast. Alles klar, Chef. Ein Hochsprenger-Team steht bereit, um bei der Eroberung des Außenpostens zu helfen. Aber ihr Bogenschießer ist defekt. Gut, ich glaube, ich repariere den mal lieber, weil Safety First. Freut sich, dass der Bogenschießer bald wieder Hochsprenger auf den Außenposten regnen lässt. Ja. 103. Also die Gegend, in die bin ich richtig verliebt. Ich mag diese Ruin-Gegend und... Wow. In den Bergen wirkt alles so weit weg. Hoch. Schnellschneider! Zack. Kommst du jetzt wieder her? Nimm bitte meine Fresse. Schwing dich hoch und bring es in Ordnung. So, dann reparieren wir das mal ganz kurz. Ach, wahrscheinlich muss ich die anderen beiden auch noch machen, ne? Aua! Ein heißer Anblick. Du gehst erstmal weg. Ich hole dich mir natürlich auch sofort. Waren das alle? Sieht so aus. Ne, hier ist noch irgendwo einer, aber wo? Okay, jetzt ist er dahin. Ob die wirklich brauchen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe selbstverständlich nicht. Ja, komm, hoch. Oh nein, da geht das immer gerade auf.
verbrutzelt. Kriegen aber auch keinen Fallschaden. Die kriegen aber auch keinen Fallschaden. Leider. Gut, dann schließen wir da oben eben kurz alles an. Und dann müssten wir... Und dann holen wir uns die Festung. Alles behoben. Okay. Die Bogenschießer bereiten bereits die Hochsprenger vor. Hoffentlich sind die Ziele ebenfalls repariert. Der Außenposten gehört jetzt deinem Stamm. Ah, okay, dafür ist das also. Es war einfach nur... Es ist schon cool. Er sagt, du hast sie geschwächt, aber sie geben nicht auf. Dein Sifu dankt dir. Dein Stamm wird stärker. Ich finde das cool. Er sagt, deine Befreiung des Außenpostens war eine Glanzleistung. Du bist einen Schritt näher, den Stammeskrieg zu... Sagt dir, bleibt keine... So, das Gespräch kennen wir ja schon, das müssen wir uns ja nicht jedes Mal, wirklich jedes Mal anhören. Ich glaube, wir müssen auch wieder ein paar neue Fähigkeiten freischalten. Ja, mal gucken, ihr Charakter. Verfügbare Punkte, 3 Stück. Was macht nochmal was? Also... Leben, Rüstung ist klar. Nahkampfschaden, Intellekt, Ki-Kraft und Energieregeneration, Bewegungsgeschwindigkeit, Charisma und Glück. Ich nehme auf jeden Fall eine auf Glück. Und ich glaube, ich nehme halt noch so Stärke, Geschicklichkeit und Glück. So, dann Aura, maximal hell, dunkel ein, okay. Wimpernschlag. Drück die Taste, auf die du die Fähigkeit gelegt hast, um Wimpernschlag zu nutzen. Du teleportierst dich in Richtung, in die du läufst und erzeugst eine Schockwelle, wo du erscheinst. Das dunkle Aura. Einfrieren. Auch cool. Ki-Funke ist auch cool. Ist so eine Sith-Kraft, ne? Wirklich, oha. Also die dunklen Talente sind wirklich viel cooler. Ich muss jetzt mal einfrieren. Dann lasse ich das erstmal so und Wung Fu. Nahkampf. Alte Welt Klongvor, Stab des Jagdni-Stamms, Doppelwaffen-Nahkampf. Achso, das habe ich schon. Da habe ich alle. Manöver habe ich, Super Wung Fu habe ich. Gewehr. Wenn dann Gewehr, ne? Verfluchter Biber. Schlagen. RT. Also ausweichen. Unaufhaltsame Ente. Warte, was? Ich mach mal die beiden einfach. Und hier sind noch... Aha, Talent kann ich natürlich auch noch machen. 10%. Komm, Charmeur mache ich mal, das ist immer gut. Schnelles Reittier ist auch gut. Panzerung. Wung Fu Wunder. 100% mehr Schaden dafür. Techniker. Wetzen. Sperrfeuer, Büchsenmacher, Angriffsschaden von Fernkampfwaffen, Angriffsschaden von Nahkampfwaffen, das mache ich auf jeden Fall noch. Panzerung auf, warum nicht?
Mehr Schaden ist auch immer gut von dem Ding. So. Ich doch, warum... Wieso bin ich so engstirnig immer, ne? Warum gucke ich nicht mal bei Saboteur? Mal gucken, ob ich vielleicht was Besseres mittlerweile habe. Aber... Ja gut, das Ding will ich nicht tragen. Das sieht ja aus, als wenn ich auf den Kinderspielplatz gehen würde, um Kinder anzusprechen. Das, möchte ich nicht. Was Besseres für die Beine? Tatsache, eine schicke Hose. Ich trage die einfach mal. Und noch was in der Ausrüstung. Ah, im Inventar. Energieregeneration, Gesundheitsregeneration 1000. Ja, okay, so viel Gesundheit habe ich nicht mal. Ich glaube, ich sollte mal mehr von meinen Modulen benutzen. Schlüssel, Ausrüstung. Gut. Ich werde jetzt hier nicht die ganze Zeit in meinem Inventar rumwühlen. Ich glaube, wir gehen einfach weiter hier vorne hin. Und gucken mal, wie komme ich hier wieder raus. Ich bin hier nicht reingelaufen, ich bin raus. Es geht ums Schicksal. Deins, meins, das der gesamten Welt. Wenn sonst nichts ist. Ups. Ah, hier ist also außen. Ist doch schöner als gedacht. Es ist doch schöner als gedacht. So, dann müssen wir 600 Meter in diese Richtung. Und ich würde sagen, dafür... Wow. Du bist anscheinend jetzt schneller, ne? Zeig doch mal her. Ja, doch, ein bisschen schneller fühlt es sich an. Aber es ist halt wirklich nur minimal, ne? Andererseits reicht das natürlich. Ich genieße auch einfach ganz gerne diese Gegend. Ne? Also ich liebe das Setting einfach. Das postapokalyptische. Wo seid ihr? Oh. Aua, das sind sogar zwei. Sind auch. Aua. Ich hätte wirklich, glaube ich, auf Camper gehen sollen. Oder ich muss meinen... Aua. So, wo ist der andere? Aua. Also, die sind echt schnell. Ich habe mich, glaube ich, gerade so ein, zwei Mal ein bisschen überrascht. Hat man, glaube ich, gemerkt. Solange jemand zuhört, wird die Geschichte immer weitergehen.
Ich hoffe, dass mir jemand zuhört, weil sonst wäre es echt traurig. Ach, die schmeckt gerade ein bisschen komisch. Guck mal, eine Motorjus-Station. Ob im Safttank wohl noch Temposaft übrig ist? Jo, Webs. Du brennst. Guter Treffer. Da hast du nichts viel übrig gelassen. So, jetzt hab ich ihn. Oh, der Mund. Oh, der Mund. Die sind hässlich. Ich nehme alles zurück. Ich will so einen doch nicht zu Hause haben. Wenigstens gehst du nicht mit leeren Händen davon. Jetzt habe ich vom Kaffee so einen richtig ekligen Geschmack im Mund. Mal hier rein. Was habe ich hier? Also ich habe schon eigentlich alles, was ich brauche oder was es hier zu finden gibt. Also gerade aus wie ein Hammeraufsatz. Die Farben sind schon sehr krass dargestellt, ne? Ist alles sehr bunt. Halte dich gut fest und lass nicht los. Ein Poly. Ich muss dadurch. Ne, hätte ich gar nicht. Ich glaube, da vorne gibt es einen anderen Weg. Vorne ging es anscheinend irgendwo hoch. Okay, wenn wir da lang gehen, dann. Und dann eine Straße hier rüber folgen, dann kommen wir da besser. Aber durch ein Bionukleus muss ich jetzt echt nicht laufen. Ein Türmchen mit Beute. Du hast ein gutes Auge für diesen Kram. Ach da, was ist das denn? Das Ding ist schick. Sehr cool. Ich genieße. Brumm es an, dann läuft es schneller. Brumm es an. Wie so eine Katze. Ein Anschnurr. Da vorne ist wieder eine Erinnerung. Wieder aufs Maul bekommen. Ich stehe immer so richtig lost in der Gegend rum. Illusion. Aber an verschiedenen Punkten im Leben wird man zu einer Erinnerung für andere. Es reicht schon, jemanden zu sehen, um die Vergangenheit heraufzubeschwören. Aua. Verzerrte Erinnerungen sind ein Problem. Illusionen, mit denen dein Geist die Erinnerungen unterdrückt.
als Kindling schikaniert worden zu sein. Es war ja wirklich, die haben mir drei Schläge verpasst, ich war weg. Allerdings besteht kein Zweifel daran, dass deine Erinnerungen deine Zukunft beeinflussen. Zwei Schläge und ich war wirklich weg. Kraftschub freischalten. Du hast dich also an die Kraftschubfunktion des Roboters erinnert. Die Stärkung. Du hast den Roboter Kraftschub freigeschaltet. Aktiviere ihn im Verbrauchsgegenstandsmenü, um deinen Schaden zu erhöhen.